Padahasta Muktasana ist die Stellung des Befreiten mit gefalteten Händen. Gib die Beine voreinander in der Sitzhaltung und falte dann die Hände. Das ist Padahasta Muktasana. Es gibt noch eine zweite Variation. Du könntest auch die Hände falten hinter dem Gesäß und dabei den Brustkorb wölben. Auch das ist Padahasta. Manchmal wird das auch bezeichnet als Viparita Padahasta, umgekehrte Haltung der gefalteten Hände. Dabei kannst du auch Brustkorb heben und Kopf etwas zurückgeben. Eine schöne Übung zu Anfang der Meditation, um so dich aufzurichten. Die vordere Padahasta Muktasana ist für viele Menschen die Hauptmeditationshaltung, also die Hände gefaltet in der Muktasana-Sitzhaltung.